Wir gelangen nun zu den Punkten 12 bis 14 der Tagesordnung. Das waren also die Abstimmungen zu den ersten 11 Tagesordnungspunkten. Und jetzt folgt Tagesordnungspunkt 12 bis 14. Und da geht es um ein weiteres Covid-19-Gesetz, und zwar geht es da um die Blutentnahmeberechtigung für Sanitäter und die Schaffung eines Screening-Registers zur Covid-19-Datenverarbeitung. Und 425 der Abgeordneten Kanja, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Obduktion, Dokumentation und Information zu Covid-19, 134 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.